So, da bin ich mal wieder. Heute gibt es natürlich wieder ein neues Review. Es gibt den Alfaka Lemon Minze. Ja, ich habe ihn hier schon mal in der Hand. Ist halt typisch für Alfaka. Schön feucht, richtig saftig. Ist ein feiner Schnitt. Der hat, ja, lässt sich super damit bauen. In den 250 Gramm, die ich hatte. Ja, ich glaube, es waren, das sind immer noch keine, kaum Essen zu. Nee, eigentlich nicht. Also, ich hatte keine Essen. Also, ziemlich gut. Standard halt, ne? Alfaka. Ist ausländisch, also kein Deutscher. Das muss man ja, glaube ich, mittlerweile dazu betonen. Ich riech mal. Also, die Minze riecht man definitiv raus und das Lemon. Na, ich würde sagen, ja, es riecht aber. Lemon ist ja eher so Zitrone, ne? Aber ich würde es erst so leicht nach einem Spüli, also wenn immer so ein Spüli oder so. Ja, eher nach so einem Spüli. Einem minzigen, frischen Spüli. So würde ich den Geruch definieren. Ja, kommen wir zum Setup. Ich rauche auf meiner NPS in der Sapphire Power Bowl. Zwei Lagen Alufolie, Atomlochung, drei Prikos, die allerdings noch nicht fertig sind, deswegen melde ich mich gleich zurück. Ja, da bin ich wieder. Wie man sieht, eine schöne Rauchentwicklung. Ist halt Alfaka, ne? Der Geschmack. Ja. Also, schmeckt so ein bisschen wie nachdem er riecht. Die Minze und das Lemon schmeckt man definitiv raus. Ja, es ist auf jeden Fall. Ist eine angenehme Minze. Ist nicht so wie ein purer Minztabak oder sowas. Drückt überhaupt nicht. Ist sehr angenehm, lecker. Von mir bekommt der Tabak von 10 Punkten 8. Kann man öfters rauchen, mal so zwischendurch. Und ja, das war es auch wieder schon von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis demnächst.